Darf ich euch mal was zeigen, was der Wind angerichtet hat? Mein Gartenzaun wäre ruiniert. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 10 Uhr. Es ist der 3.1.2018 und das Wetter ist beschissen. Das wollte ich mal loswerden. Ja, also ist nichts mit rausgehen. Die Kiddies müssen sich drinnen beschäftigen. Cool ist anders, Leute. Aber was will man machen? Darf ich euch mal was zeigen, was der Wind angerichtet hat? Mein Gartenzaun wäre ruiniert. Willst du auch mal guten Morgen sagen? Guten Morgen. Was ist da? Oh oh. Das hat meine Tochter gerade mir gebracht. Das darf man nicht holen, ne? Ja, da kann man es wehtun. Mama, genau, immer schöne Mama Gebe. Ja, ich wollte euch heute ein bisschen mit durch unseren Tag nehmen. Mal sehen, was so passiert. Mal ein bisschen labern. Ich muss noch Geschirrspülmaschine ein- und ausräumen und noch ein bisschen sauber machen. Aber das mache ich erst, wenn er hier im Bett liegt, gell? Ja, also mein Sohn macht ja immer noch ein Mittagsschläfchen. Und da habe ich immer ein bisschen Zeit für dann den Haushalt zu machen. Ja, das räumen wir nachher aus, mein Schatz. Mach schon nochmal zu. Richtig zu machen. Ja, richtig zu machen. Achtung mit den Fingern. Hatte Papa das aufgemacht? Papa hat die Spülmaschine aufgemacht. Ja. Ja, wie gesagt, mal sehen, was der Tag so bringt. So, dann fangen wir mal an mit dem Haushalt, hätte ich gesagt. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Und ich fange an mit der Spülmaschine. Meine Lieben, so, ich habe gerade beschlossen, dass ich noch einen Rahmkuchen mache. Und zwar aus dem Thermomix. Ja, ich habe noch Schmand und so, das muss weg. Und deswegen mache ich einen Rahmkuchen. Und ich habe noch nie einen besseren Rahmkuchen gegessen wie der aus dem Thermomix. Also das Rezept ist echt top. Starten wir mal, ne? So, also der Backofen ist schon vorgeheizt auf 180 Grad Umluft. Beim Thermomix wird alles immer mit Umluft gebacken. Deswegen steht da immer nur Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das ist immer Umluft. So, die Springform, das ist eine 26 cm, die habe ich schon eingefettet. Mit meinem selbstgemachten Backtrennmittel. Dazu mache ich euch auch mal ein Video. Und dann fangen wir auch gleich an. Er will 100 Gramm Butter in Stücke, kalte Butter. Dann kommen 80 Gramm Zucker dazu. So, dann Vanillezucker selbst gemacht. Da kann ich euch auch irgendwann mal ein Video abdrehen, aber dazu möchte ich ein besseres Rezept finden, wie das, was ich jetzt hier habe. Weil das ist irgendwie nicht so optimal. Das Problem ist, bei dem Rezept, wo ich hier habe, da ist das ist zu nass und dann wird das halt klumpig und das ist halt nicht so gut, ja. So, dann will er ein Ei. Und wie gesagt, nochmal gerade dazu, das habe ich bei meinen Top 7 Haushaltsgeräte schon erzählt.
Nicht hier oben aufschlagen, das macht die Waage kaputt. So. 250 Gramm Mehl. Und 2 Teelöffel Backpulver. Ja, warte eine Sekunde. 2 Teelöffel Backpulver da rein. Und dann möchte er den Mixtopf da drauf. Emma, gerade eine Sekunde. Mama, mach das noch an, dann bin ich für dich da. Und dann 30 Sekunden auf Stufe 6. So, der Mürbeteig ist jetzt fertig. So sieht der dann aus. Der wird jetzt in die vorbereitete Springform geschüttet. So. Dann wird er auf den Boden festgedrückt und einen ca. 5 cm hohen Rand angedrückt an die Springform. Na, ihr wisst, was ich meine. Und ihr könnt das auch backen, wenn ihr keinen Thermomix habt. Also ihr braucht da jetzt nicht unbedingt einen Thermomix dafür. Ja. Ich habe ihn halt und ich möchte ihn auch ehrlich gesagt nicht mehr missen. Definitiv nicht. Also, so sieht es dann aus. Und dann geht es hier auch gleich weiter mit dem, mit der Füllung. Da brauchen wir jetzt nochmal 3 Eier. Gramm Zucker. Ah, 2 Päckchen Vanillepuddingpulver. Ich bin jetzt nicht wirklich so ein Marken-Junkie, was Lebensmittel angeht, aber beim Pudding hole ich immer den von Dr. Oetker, weil meiner Meinung nach ja, man schmeckt, finde ich, da einen Unterschied zwischen günstig und etwas teurer irgendwie. Ja. Deswegen wird bei mir ja nur der von Dr. Oetker benutzt. So. Dann kommen 3 Becher Schmand, also 600 Gramm Schmand, da rein. Schmand ist was ich eigentlich immer zu Hause habe, weil ich damit auch viele Soßen mache und so. Ja, aber irgendwie musste der jetzt langsam weg, bevor er mir abläuft und ich muss ihn wegschmeißen. Mache ich einen Warmkuchen. So, dann Sahne. Auch 3 Becher Sahne, also 600 Gramm Sahne. Moment. Was ist denn, Schatz? Genau, so. Also 600 Gramm Schlagsahne. Ich habe jetzt nur noch 400 im Becher. Aber ist ja das Gleiche eigentlich. So, dann kommt auch schon wieder der Mixtopfdeckel da oben drauf. Und dann wird es 20 Sekunden auf Stufe 5 aufgeschlagen. So, der Thermomix ist fertig. Und jetzt wird es... Oh, so sieht es aus. Und jetzt wird das in die Springform gefüllt. Ihr müsst da echt aufpassen, das ist so flüssig. So. Und dann wird es ca. 45 Minuten bei 180 Grad Umluft gebacken. Dann steht da noch
Dann steht da noch den Kuchen mit 2 Esslöffel Zimt-Zuckermischung bestreuen und weitere 5 Minuten backen. Und im Backofen 10 Minuten abkühlen lassen. So, da war gerade der Akku von der Kamera leer. Ja, also wie gesagt, da steht ja mit Zimt und Zucker bestreuen und so weiter. Das mache ich nicht. Also ich mag da keinen Zimt und Zucker drauf. Also wird er 50 Minuten gebacken und wird danach 10 Minuten im Backofen auskühlen lassen. So, und dann stelle ich ihn mal schnell in den Ofen. So, der Kuchen ist im Ofen. Upp. Ich beseitige jetzt mal Chaos. Leute, kennt ihr das? Ihr macht sauber. 20 Minuten später sieht es wieder aus wie Sau. Entschuldigung für das Wort. Ihr macht wieder sauber. Und es sieht wieder aus. Das geht mir eigentlich den ganzen Tag in meiner Küche so. Warum ist das so? Immer in meiner Küche. Ich glaube, ich mache am Tag 3, 4, 5 Mal meine Küche sauber. Das ist doch nicht normal, oder? Geht's euch auch so? Schreibt mal in die Kommentare. So, ich bin gerade am Kochen. Bei uns gibt es heute Spaghetti mit Tomatensauce. Das gibt es bei uns so mindestens einmal die Woche, weil die Kinder lieben das. Und es geht auch einfach schnell, wenn wir mal ehrlich sind. Was kocht ihr denn heute so? Oder was gibt es bei euch Leckeres zu essen? Ja. Da. Da brutzelt's. Ich finde, wie gesagt, Spaghetti gehen immer. Ja, ach so, was ich noch sagen wollte, fragen wollte. Ich war gestern im Globus einkaufen. Und habe gesehen, dass die da schon Faschingskostüme haben. Und was macht ihr an Fasching? Verkleidet ihr euch? Feiert ihr Fasching? Keine Ahnung. Seid ihr ein bisschen verborzt? Also bei uns, wir gehen auf Fasching mit den Kids. Wir verkleiden uns auch. Aber jetzt so mega Fasching feiern tun wir jetzt nicht. Aber so ein bisschen Narre darf man doch sein, oder? Ja, stimmt einfach mal ab. Irgendwo da oben ist ein I, da könnt ihr abstimmen. Würde mich freuen, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, als was ihr euch verkleidet. Ihr könnt mir gerne mal ein bisschen Inspiration geben, weil ich habe wirklich noch keine Ahnung, als was ich gehen soll, als was die Kinder gehen sollen. Mal sehen. Und ja, wir gehen halt immer auf die Umzüge mit den Kindern. Wir haben hier in der Nähe einen schönen, ja, da gehen wir dann hin. Und wir haben auch hier bei uns ein Kinderfasching. Da gehen wir natürlich auch mit den Kids hin. Und ja, ich wollte euch noch den fertigen Kuchen zeigen. So sieht der aus. Ja. So sieht er aus. Da kommt nachher noch Puderzucker drauf, beziehungsweise süßer Schnee, weil süßer Schnee schmilzt nicht. Puderzucker schmilzt ja mit der Zeit. Aber zuerst muss er jetzt für circa 4 Stunden am besten über Nacht in den Kühlschrank. So, meine Lieben, bei uns passiert jetzt nicht mehr viel. Ich werde jetzt bald die Kinder fertig machen für ins Bett. Und ich melde mich einfach die Tage nochmal. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Kostenlos natürlich. Und schaut in die Infobox, da sind noch 2 Kanäle verlinkt. Ciao!